57 Jahre. Okay. Wir waren 57 Jahre nicht angemeldet, haben wir gerade festgestellt. Okay, also wir haben hier nochmal kurz die E-Mails durchgelesen und tatsächlich ist in einer E-Mail des Rätsels Lösung. Und zwar die gute... Ali beschießt uns hier mit seiner Nerf Gun. Nerf Gun, ja. Die gute Ariane Moon verabschiedet sich nämlich von uns. Und sie ist in Level 2 arbeitet. Genau. Wir haben scheinbar viele Nächte mit ihr verbracht. Und jetzt verabschiedet sie sich und glaubt nicht, dass sie noch mit uns Kontakt halten kann. Das werden wir nun ändern, denn wir werden ihren Rechner infiltrieren. Ariane Moon. Ariane. Ach, hast du geschrieben. Scheinbar ist sie es doch nicht. Habe ich nicht verschickt. Ariane. Scheiße. Computer Ariane Moon. Muss ich es vielleicht groß schreiben, oder eigentlich ist das egal. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Aria NNE Moon. Nee, nicht found. Ah, shit, okay. Hä, aber das war doch jetzt. Oh Mann, dabei waren wir uns so sicher. Mist, hab extra gewartet, ne? Hätten wir mal ausprobieren sollen, ja. Hätten wir uns diese Blöße hier ersparen. Du Gunnar, das tut mir auch enorm leid. Also, du musst jetzt nicht gehen. Es ist jetzt auch echt scheiße. Also guck mal, die anderen Kabel sind gerade neu und ich sag immer, ich habe keine Zeit, weil ich Overload mache. Und jetzt du gehst doch jetzt hier und zocke, ja. Also macht's gut, es war schön. Ja, genau. Wir müssen jetzt doch hacken hier. Ja, also, ob ich, das ich verkacke hier schon am ersten Level, das macht doch keinen Spaß. Guck mal, lass mal den Chat um Hilfe fragen. So, ich guck mal, was der Chat fragt. Ich guck nochmal die E-Mails durch. Guck du mal die E-Mails durch und ich guck mal, ob der Chat hier eine Lösung für uns hat. Aber das ist ja ein bisschen traurig, ne? Im ersten Abschnitt hier schon. Nee, die Sache ist auch meistens die. Ich hatte das beim letzten Mal auch bei. Wie hieß das Spiel nochmal? Human Resource Machine. Dass wenn du hier sitzt und quasi diskutierst und versuchst so einen guten Eindruck zu machen und so schnell wie möglich da durchzukommen, dann ist es schwierig. Dann ist es schwieriger, als wenn man zu Hause sitzt und das quasi irgendwie ganz in Ruhe macht. Der Chat ist leider nicht mehr da. Ist nicht mehr da? Will keiner, oder was? Kommt nichts. Gar nichts kommt. Aber irgendwie ist es abgestürzt, glaube ich. Okay, das ist ja blöd. Ja, naja. Kannst du nicht nochmal neu verbinden? Habe ich gerade versucht schon. Geht nicht, oder was? Ich gucke nochmal die E-Mails durch, weil ich so viel Spaß daran habe. Nee, da haben wir gar keinen Chat. Tut mir leid. Das ist doch jetzt scheiße. Jetzt sind wir doch aufgeschmissen. Komm, wir kriegen das auch so hin. Nein, wir kriegen gar nichts hin. Ich guck mal, vielleicht ist hier... Replace every 4 by 0 to make it work. Du kannst natürlich auch einen Hint holen, ne? Ach ja. Oh, machen wir das doch mal. Some information on the password on your computer. Vielleicht Tims. Du sollst bei Tim rein. Ah, okay, du sollst bei Tim rein einfach erstmal. Achso, und Tims Password ist... Wie ist denn Tims Password? Weiß ich nicht. Aber lass erstmal gucken, ob wir darauf verbinden können und ob wir ein Passwort brauchen. Tim Gurten. Okay, es ist ein Passwort nötig. So, und es gibt Hinweise darauf. Boah, Tims Passwort? Wo haben wir? Content Part 2. Hier ist Daniels Passwort, haben wir. So ein bisschen. Ah, okay, pass auf. Dieses hier, dieses, was wir in dieser Data Part 01 haben, ist anscheinend der erste Teil des Passworts und auf Tims Rechner ist der zweite Teil. Ah, okay. Jetzt müssen wir nochmal alle E-Mails angucken. Wir sollten vielleicht einfach mal eine Herangehensweise und die E-Mails lesen. Weil wenn man sie versteht, kann man sich besser merken, was drin stand und muss sie nicht jedes Mal überfliegen. Okay, Ryan schreibt nur irgendwas über Forschungsergebnisse, nicht so interessant. So, was schreibt? Tim schreibt was, das wird's ja wohl sein. Ach so. Auch nichts Besonderes. Vielleicht ist Bürokrat dein Passwort. Mano. Geht der Chat wieder? Oh ja. Nee, doch nicht. Pff.
Bruce Birthday. Amun nochmal eben schnell. Amun hatten wir doch die ganze Zeit offen. Die okay. verabschiedet sich doch. Achso, das war die, okay. Oh Mann! Das ist echt unangenehm gerade. Erste Rätsel hier. Ja, wie kommen wir an Tims Passwort? Was ist denn noch bei Help? Was gibt's noch bei Help? Nix. Lass mal den Hint lesen. Ja. Und LS, das haben wir ja immer alles. Das waren ja, die alle, ne? Vielleicht müssen wir auch einfach Tim Gurtons Passwort erraten. Wie soll man das denn machen? Weiß ich nicht. So irgendwie super witzige Sachen. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist doch Quatsch. Wie der sein kann. Guck nochmal die File-List an. Das haben wir auch alle schon angeguckt. Oh Mann, mich nervt, dass ich gucke jetzt. Ich nehme jetzt mein Display, Handy und gucke. File. Display this help. MOTD. Wahrscheinlich überschlägt sich der Chat gerade mit den Lösungen. So, was steht da nochmal? In the large complex. So, ich kann euch jetzt lesen. Haut raus die Lösung. Ah, jetzt geht's. Nee, doch nicht. Geht in der scheiß Chat nicht. Geheim steht hier. Geheim? Ja. Evil, hallo Welt. Sexy Kate. Tims Passwort ist Lauchboy 123. Ja. Oh, scheinbar hat der Chat die Lösung auch nicht. Sophia, alright. Achso, wir haben gar nicht gesagt, dass Sophia da ist. Passwort 15.11.15. Not bad. Ich guck jetzt im Internet nach. Wir geben auf, oder was? Nee, bevor wir es machen, tatsächlich habe ich das Gefühl, man muss es raten, weil wir haben alles durchgeguckt und hier schreibt einer Secret nachher. Schade, hätte sein können. Oh, pass auf. Guiden-Tipps. Ist doch egal, man zockt. Ja. Wie sollen wir denn weitermachen, wenn wir dieses... Bringen Sophia. Hint. Wo ist Sophia? Am Arsch, jetzt helft uns mal, anstatt Sophia zu fordern. Tim married to Judith stand in der Mail. Aha. There's a new command. Okay, solution. Aber ja. Ja, Olli meckert schon. Okay. Olli soll sich mal aus dem Chat verpinkeln. Weißt du, er macht nur Quatsch. Die mit seinen Nerfguns rumschießen. Warte auf, ich krieg das wirklich das hin. Okay. Tims Computer. Das ist so bitter. Ja, wir haben uns das Foto schon angesehen. Da stand nur 30. Geburtstag drauf. Könnt ihr aber gerne nochmal öffnen. Birthday.jpg. Nee. Man muss doch... LS-A ist eine Idee, aber das würde eigentlich... Was heißt der Minus A? All. Es gibt so, wenn eine Datei mit einem Punkt versehen ist, also als erstes Zeichen, dann ist es quasi versteckt. Und wenn du Minus A machst, dann werden die auch gelistet. Aber hätte mich jetzt auch gewundert, weil das wäre zu mies gewesen für... Für Laien, ne? Max ist salty. Hast du jetzt das nicht gefunden, die Lösung? Es lädt gerade. Schwierig. Wir haben doch alles angeguckt, oder? Tim Gurton. Gib mal Datapart 01 ein. Ja, das, die Datei ist ja halt auf dem anderen Rechner, das steht ja schon im Hinweis. Die existiert nämlich nicht, diese Datei, die ist halt auf dem anderen Rechner. So, ich gebe jetzt mal Tim Gurton. Okay, da schlägt jemand vor. Mein Internet funktioniert gar nicht, deswegen... Warte. Scheiße. Das ist gar nicht so blöd. Haben wir ja den anderen Rechner schon ausprobiert? Vielleicht hat der gar kein Passwort.
Wo ist denn nochmal die Level 1? Der andere Rechner hieß Adam. Oh, danke, okay. Warte, wer war das? Wie dumm. Wer war das? It's Epic. Ach, wie dumm, natürlich. Wir können natürlich einfach auch mal den anderen Rechner ausprobieren. Nice, wir suchen immer nur den kürzesten Weg. So. Ja, Tim gehört Mail, hat er schon. Nice, okay. Ach, Mann. Leichteste Rätsel, wir machen es super kompliziert. I've attached my computer's password to this email. Ist das geil. Okay, danke. Danke, dass du das Passwort attached hast. Sexy Kate. Ach so. Das schreibt der Chat seit ungefähr 1 Million Minuten. Echt? Ja, und ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre einfach nur ein Troll. Sexy Kate. Wollen wir nicht noch die anderen Sachen angucken? An die Level ja. 1? Warte. Level 1 haben wir schon. Map Global haben wir noch nicht. Sexy Kate. Ich dachte, guck mal. Das ist ein Troll. Warte mal kurz. Mit Zone, da arbeitet sie ja, die andere Alte. Wir arbeiten in der High Zone. Ja. Okay, dann gehen wir mal zu Tim rüber. Tim Görten. Sexy Kate. Aber er ist doch verheiratet mit Judith. Was soll das? Ah, okay, das ist jetzt so ein Betrügungsdings hier, oder was? Aha, ich verstehe. Oliver, kannst du entweder hier hinkommen oder aufhören, hinter der Kamera herzuschleichen? Das ist wirklich sehr irritierend. Oh. Beides. So, Data. 1,1 Gigawatt. 2 Gigawatt? 450 Grad Celsius. Kein Fusion Drive. Kein Fusion Drive? Damage Test ID, okay. Ich check mal in den Chat, wa? Mach mal bitte einmal. Und zwar, wir vergessen ganz, was wir eigentlich wollen. Und zwar wollen wir nämlich auf diesen Rechner im Level 2. Da sind wir ein paar Mails. Ja, und Daniels Computers Name ist Daniel Rich. Yes. Ah, pass auf, und jetzt brauchen wir die andere Datei. Dieses viermal, die Vieren werden durch Null entsetzt. Daniel Rich und die Vieren durch Nullen, stand da? Ich glaube ja. Okay, nice, Gunnar. Oh, diese Tastatur, ey. War durch Einsen? Daniel. Daniel Rich. Half. 1199 Way. Okay, scheiße. Vielleicht wir gucken nochmal oben, was da drin stand. Die Vieren. Da. Vieren bei Nullen. Replace. Die Vieren mit den Nullen. Habe ich mich vielleicht beim Computer vertippt? Nee, dann wird der sagen, gibt's nicht. Half. Bei Nullen, nicht bei Einsen. So. Achso, du musst erstmal, ja. Nice. Errungenschaft. Nice, danke. Okay, geht alles wieder von vorne los, oder? Okay. Jetzt bin ich Daniel Rich. Oder sind wir Daniel Rich? Das wäre ja sowas dein Nachname. Nein. Weil in echt ist das. Nicht so einfach, ne? Nein. Man braucht in echt einfach unfassbar viel Geduld und Kreativität, um. Ja, es ist auch mega langweilig, ne? In echt. Naja. Nicht so wie hier. Ja, es wird auf jeden Fall in Filmen. Da werden wir wieder weggemacht. Romantischer. Ja, es nervt auch nur minimal. So, Daniel Rich Computer ist verbunden mit einer Datenbank. CCM02. Und die ist aber Richard irgendwie, Mills. Wieso ist denn die so umrandet? Ich weiß auch nicht. Was soll das denn sein? Ein Lüfter? Keine Ahnung. Sieht aus wie eine Kamera. Das könnte aber auch sein, guck mal, ein Lüfter und vielleicht ist das eine. Ich weiß es nicht. Okay, also da steht auch so viele Sachen, ey. Das
ist kein Spiel für dich, ne? Nee, das, weißt du, warum macht man das so privat? Warum man das privat spielt, dieses Spiel? Ja. Hm, weil man Spaß an Rätseln hat. So, ich habe jetzt mal beide geöffnet. So, und in diese Datei ist auch offen. Okay, jetzt müssen wir anfangen zu lesen. Das ist vertrauliches okay. Dokument, okay. Und die Komponentenkombination der CCM. Achso, okay, das ist hier Computer Central Management, okay. Und diese Kommandos, mit denen kann man das quasi steuern. Mhm. Okay, SSH, und das... SSH, CCM Name. Genau, das macht Networking, Power Supply und Security. Okay, dann gehen wir mal jetzt SSH, CCM 02. Ja? Ja. Okay, Hauke. Soll ich wiederholen, was du gesagt hast? Oh, Mann, ich will hier nicht sein. Es ist so ein Schwein, der Hauke. Es ist vor allem der größte Troll auf dieser Erde. So, okay. SSH, CCM, 02. Ja, das ich hab nicht mal das Dings gedrückt. Warum hat er so komische Charakter gemacht? So, das Passwort. Passwort schon wieder. Also, da steht's aber. Default Password. 00 Admin. Bam, bam. Nice! Da waren Sicherheitsexperten. Ja, Team. Ist das bei uns auch so leicht, da reinzukommen? Bei uns, du hast es unsere ja hier. Unsere Passwörter sind nicht 00 Admin. Aber auch nicht so schwer zu erraten, eigentlich, oder? Hm, also die Passwörter, die ich benutze, schon. Ja, die du benutzt, aber bei uns. Aber. Einfach rein. Okay. Mach mich weg. Geh mal auf CC. Achso, du kannst erstmal. So, welche Kommandos brauchen wir denn? Wir können Achso, du hast. Ja, okay. Exit. Damit kommen wir zurück auf unseren Computer, also Daniel Rich. So, Status. Display Summary of Enabled and Disabled Functionalities. Okay. Machen wir mal Status, um zu gucken, was abgeht. Link ist Disabled. Power Supply no computer powered. Okay. Security enabled, okay. Lass erstmal die Sicherheit aufstellen, würde ich sagen. Ja, würde ich auch mal sagen. Ja. Switch. Weg mit der Security. Alter, habt ihr irgendwie Langeweile in der Regie? Was geht bei euch? Nee, da oben war doch. Achso, ja. Security disabled, perfekt. So, okay, jetzt ist alles kaputt. Jetzt können wir eventuell noch. Vielleicht ist dieser PC aus. Der ist nämlich an die Stromversorgung angeschlossen. Aber die Stromversorgung kann ich, glaube ich. Switch. Ja, geht auch so. Power cool. Richard Mills, um den PC einzuschalten. Alter, Max, ey. Was bist du für ein krasser Superhacker? Können wir diesen Begriff einfach nicht mehr verwenden? Das ist einfach irgendwie... Okay. Okay, da oben was war da... okay. Jetzt ist der Rechner an. Richard Mills. Jetzt können wir uns eigentlich darauf verbinden. Würde ich was auch ist mit der, was ist denn mit der Datenbank? Ist die einfach nur just for fun da? Und was ist mit Link? Was können wir denn mit dem Link machen? Link enabled. Damit kannst du dich wahrscheinlich erst verlinken, oder? Verbinden? Oder was? Ich weiß auch nicht. Welche Befehle? Achso. Wir sind ja jetzt auf dem CCM. Achso, wenn ich mich jetzt wieder zurückgehe, wenn ich jetzt zurück bei Danny Rich, vielleicht kann ich jetzt zu Richard Mills verbinden. Aber du hast doch kein Passwort, oder? Ich brauche ja... Password required. Ich habe doch die Security ausgemacht. Mach auch 00 Admin. Nee, das ist ja von den CCMs. Okay, schade. Aber vielleicht ist irgendwas mit der Datenbank. Haben wir hier noch ein paar Dateien? Ah, nee, die haben wir ja gerade alle geöffnet. Vielleicht steht hier noch irgendwas. Ach, hier steht Networking Links. Connects computers together and allows user to navigate between them using computer names. Aha. Können wir zu der Datenbank verbinden? The System Seems... CCM 02? Hä? Guck mal, der macht immer diese komischen Symbole, obwohl ich das gar nicht drücke. Irgendwas ist da komisch. 00 Admin. So, und jetzt Power... Datenbank.
was hieß das nicht, Power Supply oder sowas? Der Befehl war irgendwie zwei Wörter, aus welchem Grund? Switch Power. Switch Power Database. Ist ein bisschen blöd, dass ich nicht, Nice. Ah, und jetzt ist der eine Rechner aus. Man kann aber anscheinend nur einen anhaben. Oh, okay. Okay, aber egal, wir verbinden jetzt zur Datenbank. Und dann gucken wir mal die ganzen Daten an, würde ich sagen. Dann Database. Kleine Bilderchen zu gucken. You are not on database. So, was geht auf der Datenbank? DB. Ein Pfeil! Und wetten, da ist das Passwort für Richard Mills drin. Wollen wir in die Wette eingehen? Kting. Bam, da ist es. One little duck. Und auch alle anderen Passwörter, Alter. Guck mal. Wollen wir uns die irgendwie merken? Die müssen wir uns merken. Ich glaube auch. Mach mal ein Foto. Nimm mal mit dem iPad. Ich gehe schon mal so langsam, solange du das Foto machst, gehe ich schon mal zurück auf, wie komme ich denn jetzt zurück auf den anderen Rechner? Okay. Daniel Rich. Das sah ganz schön aus, das Foto. Okay. So, Daniel Rich, jetzt können wir uns wieder mit dem CCM verbinden. Ah, hätte ich, glaube ich, auch so gekonnt. Alter, wie viele Fotos ich jetzt, wie viele Passwörter wir haben hier. Alter, die hat wirklich QWERTY als Passwort. Oh, die ist ja dumm. Hello Dudes hat auch jemand. So, wo sind wir jetzt? Jetzt müssen wir wieder Power. Nee. Switch Power Richard Mills. Mills. So. Okay. Es ist Hi Richard. Das Passwort Mills. Ist One Little Duck. Ach, ich bin immer noch auf dieser dummen Maschine, warte. Richard Mills. M1. Also eins, Lucky. Little Duck. Achso, oh. You finally managed to get around that CCM. I am not sure you are Bruce Dayton or Daniel Rich anymore. I am not sure you are even a part of this company. But it does not matter. I begin to trust you. Hä, warum? Größter Fehler deines Lebens. Ja, wollen wir mal gucken, oder? Oh, Introduction MP3. Boah, geile MP3, können wir da reinhören? Ah ne, das sind nur... Okay, es ist encrypted. Aber vielleicht... steht auf jeden Fall in Mails. Aber wir müssen mal kurz einmal was gucken. Vielleicht haben wir einen Befehl, der... nice, guck mal. Display Camera View? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Wow. Was steht da? Cake, lie, hello. Okay. Cake is a lie. The cake is a lie. Zwei dumme ein Gedanke. Alter, bitte gib mir nicht auf den Piss. Ihr Spastis. Ihr Spastis. Hä, wie geht das denn? Ihr habt jetzt einen Hall reingemacht. Boah. Wie soll man sich so konzentrieren? So, Modus, guck mal, man kann sogar die, die Kamera umstellen. Aber das werden die Zuschauer leider nicht sehen, weil die Regie meint, sie wäre witzig. Man muss trollen. Thermalansicht. Mhm. Ja. Kamera normal. Kamera normal. Ey Leute, macht ihr das extra? Extra? Hallo, macht ihr das extra? Nein. Max, du kriegst schon deine Aufmerksamkeit. Spiel mal, dann machen wir das. Okay. Lucky. Ach nee, das Lucky. Ist Alter, okay. Cool. Alter. Okay. Aber wird ja keiner sehen, leider. Ja, kann leider echt keiner sehen. Ja, kann leider echt keiner sehen. Siehst du es? Cool, Thermalsicht. Cool, Thermalsicht. Okay. Light on, man kann sogar das Licht in dem... Okay, mach mal die normale Sicht wieder. Achso, warte, ich muss natürlich Mode. Was war denn die normale Sicht? Normal, glaube ich. Okay. Das Licht ist aber jetzt auch nicht. Ist jetzt auch nicht so. Das ist ausgegangen, das Licht, oder? Ich hab's da eingeschaltet. Okay. Aber egal, wir vertrödeln gerade einfach, indem wir mit der Kamera rumspielen, anstatt uns mal mit den. So wie deine Mom, die auch immer mit der Kamera spielt.
Guck mal, Light On. Also warte mal kurz, das Passwort für diese Datei. Das wird wahrscheinlich irgendwo da stehen. Cake. Doktor. Ich kann leider die Kamera auch nicht bewegen. Aber bringt es was, das Licht auszuschalten? Warum sollte ich das Licht ausschalten? Knu. Ja, warte mal, vielleicht kann ich mit Infrarot und da ist irgendwie super geheim was auf die Wand geschrieben. Man hat doch nichts, man hat doch eben schon. Achso, kann man echt? Ja, guck mal. Okay. Ah, jetzt muss ich das Licht ausmachen. Ja, mach mal Licht aus. Wie war nochmal der Befehl für Licht aus? Light auf. Black, light, light black. Mach mal light black. Ah. 01. Okay. Achso, warte das mal. Das ist wahrscheinlich jetzt. Guck mal, das sind ja vier Zeilen immer. 01 ist A. Ja, und dann C. Richtig? Ne, ja. 13. 13 suchen wir, oder? Ja, 13. Aber 13 steht da gar nicht. In der Mail vielleicht. Ein A haben wir schon mal. Aber. Willst du mir jetzt gerade sagen, was wir die ganzen Mails noch nicht gelesen haben? Okay. Ach Gott, ey. Läuft bei uns. Okay. Hallo, Richard. So. Hey, Richard. It's been quite a while. AI ist das Passwort. Kann ich schon sagen. Warum? Weil er auch über die AI spricht. Und das A ist schon das Erste. Und es gibt zwei Buchstaben. Bestimmt AI. Ja, aber wieso sollte man... Sicher? Versuch mal. Du weißt, aber du weißt, was er mit AI meint, ne? Ja. Okay. Ich hab den Film auch gesehen. Okay, ja, du, ich wollte nur, wir können es gerne ausprobieren. Okay, schade. Werbung. Oh, müssen wir in die Werbung gehen, ne? Na gut, dann gehen wir jetzt in die Werbung und danach lösen wir das Passwort. Ich hoffe, wir lösen es gleich. Und dann sehen wir uns gleich wieder.